Hallo meine Freunde! Ja, ich habe heute vor, mit euch einen wunderschönen, ich zeige euch das mal, einen wunderschönen Kirschsalat zu machen. Ich habe hier einmal Kirschblüten, dann Walnüsse und ein bisschen Blättersalat. Freut euch schon mal, das Video wird lustig. Ich kletter jetzt erstmal auf den Baum, pflücke jetzt erstmal ein bisschen noch mehr. Ja, der Frühling ist bald da und wir müssen uns auf jeden Fall gesund ernähren. Ja, und wenn man ein bisschen Glück hat, findet man hier auch schon, ohne den Baum zu besteigen, ein paar Blüten. Die pflücke ich jetzt mal ab. Zack, einen lasse ich da. Ja, hier habe ich jetzt welche. Die reichen mir, glaube ich, für den Salat. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause und dann erzähle ich euch ein bisschen über die Inhaltsstoffe und die Wirkungen davon. So, ich bin jetzt hier, habe mich jetzt mal nach draußen gesetzt. Fand ich einfach viel schöner. Ich habe jetzt einfach hier so ein paar Sachen geholt, wie Omega-3 Pflanzenöl. Das ist Omega-3 mit Omega-6, das ist mit natürlichem Vitamin E, geeignet für Salate. Okay, ich habe jetzt vor, einmal den Salat hier schon reinzupacken. Immer schön gucken, ob das sauber ist. Ich habe es jetzt auch ein bisschen gewaschen gestern, jetzt ist es schon wieder trocken. Packe ich dann hier so schön rein. So, so müsste es eigentlich reichen. So, jetzt kommen diese schönen Blümchen auch noch rein. Ich würde diese Stiele hier auf jeden Fall abschneiden. Die braucht man jetzt nicht. Ich brauche nur die schönen Blüten. Zack. Packe ich dann hier so schön rein. Ja, die Blumen sind sehr empfindlich, die fallen sehr schnell ab, die Blumenblätter. Aber das ist nicht so schlimm. Sehr schön, ne? Hier ist ein Dreierlei, ist auch sehr schön. Reicht erstmal. Die anderen Sachen packe ich jetzt mal hier rein. Hier habe ich jetzt ein paar Walnüsse. Die werde ich jetzt ein bisschen klein machen. Und dann werden wir die einmal schön anbraten. Das reicht auch schon ein bisschen, einfach so mit den Daumen Platz drücken. Aber das kannst du dir selbst aussuchen, weil ich mag das ein bisschen feiner. Aber du kannst es auch die so grob lassen und die einfach schön in den Topf anbraten. Brauchen wir einmal was zum Braten. Da habe ich einmal meinen Trang ja dabei. Den bauen wir mal kurz auf. Jetzt ein kleiner, eine andere Kameraperspektive habt ihr jetzt. Und jetzt werden wir hier schön hier den Kocher reinpacken. Läuft alles aus Spiritus, sehr cool. Mit einem kleinen Feuerzeug. Einmal anmachen, dann läuft schon. Jawohl, so. Ich werde jetzt hier einmal das hier so aufbauen, hier den Topf auspacken. Nehme dann schön die Walnüsse, pack die dann hier schon drauf. Ja, und dann braten wir die mal ein bisschen. Mal gucken, wie lange das dauert. Weiß ich auch noch nicht, so mit den Nüssen hier drinne. Ja, dann für euch eine kleine Zeitraffer. Ja, das dauert ja noch ein bisschen hier, ne? Deswegen werde ich euch erstmal ein paar Wirkungen erzählen, was die Kirschblüten so können. So, da ist noch ein großes gewesen. Die Kirschblüten ist halt sehr reich an Antioxidantien, ne? Das heißt, diese sind sehr bitter aber auch. Aber diese bekämpfen halt freie Radikale, welche die DNA schädigen können, ne? Das ist halt auch eine sehr, sehr interessante Sache, ne?
weil diese freie Radikale, die können halt das verursachen, dass man alt wird oder schneller alter wird, weil die einfach, sage ich mal, unsere DNA einfach schwächt und schlapp macht. Und das wiederum kriegen wir halt mehr Krankheiten und sind anfälliger, erkältet zu werden und sowas. Oh, ich sehe schon, da blubbert es schon ein bisschen. Ja, das ist halt das, ne? Das ist schon mal eine Sache, was für eine schöne Wirkung das einfach hat. Und ich glaube, ich muss es ein bisschen runter. Oh, das wird zu schnell jetzt gerade. Warte mal. Oh, ja. Zack. Ah, das darf man nicht vergessen. Hier gibt es noch so ein Einstellgerät. Da kann man einstellen, wie heiß soll der das machen. Und ich mache das jetzt erstmal so. Ja, und jetzt geht's gerade wieder gut. Und die Kirschblüte ist halt auch entzündungshemmend. Das heißt wiederum, es ist halt gut für die Haut auch. Ihr könnt das schön, die Blüten auch einfach, im Tee kochen. Ihr könnt das auch trinken im Tee. Und ihr könnt halt auch das Teewasser nehmen für eure Haut, euch das einzuschmieren. Entzündungen wegzumachen, eure Haut weicher zu bekommen. Und eure Haut einfach, dass es nicht trocken ist. Das kann die Kirschblüte auch. Aber wir werden die jetzt erstmal essen, weil ich habe Bock auf die innerliche Wirkungen von dieser schönen Blume. Ich glaube, es reicht jetzt gleich so. So, einmal ausmachen. Die werde ich jetzt erstmal schön, sieht man gar nicht mehr so richtig, ne? So, in den Salat reinschütten. So, und so sieht das schon aus. Das sieht halt schon sehr, sehr schön aus. Ich höre schon eine Hummel. Hört ihr die auch? Ich glaube, die will die Blumen. Dann, jetzt kommt eine kleine Prise Salz rein. So, das reicht auch. Dann ein bisschen Öl. Nicht viel, das macht so den Geschmack kaputt. Das ist so ein nussiger Ölgeschmack, das ist eigentlich sehr gut. Olivenöl ist, glaube ich, zu stark dafür, deswegen habe ich erstmal eine normale Sorte geholt. So, dann einmal schön umrühren, den ganzen schönen Salat. Weil der ganze Öl nimmt dann die Inhaltsstoffe auf, sagt man ja. Weil Öl bindet ja. Und das kann dann besser, glaube ich, in Blut reinkommen, in unser Körper halt besser aufgenommen werden, sage ich mal ganz einfach gesagt. Und dann haben wir auch mehr von den ganzen Stoffen, was wir hier gleich uns zunehmen. So, das sieht doch schon mal schön aus. Der Salat ist fertig. Ja, so einfach ist es einfach. Ein kleiner, schönes Salatvideo für euch. Einfach mal bisschen die Natur in euren Essen reinzuholen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich finde es so cool, eigentlich mal so einen Kirschblütensalat zu haben, weil ich wollte schon immer eins haben. Habe ich aber irgendwie nie gemacht, weil die Kirschblütenzeit ist sehr schnell vorbei. Deswegen, Leute, geht schnell raus, wo ihr das Video seht. Es dauert nicht lange, dann sind die wieder alle auf dem Boden. Dann wird es ein bisschen, sage ich mal, nicht mehr so sicher, sage ich mal, ob die dann auf dem Boden auch dann, sage ich mal, keine Bakterien haben. Vergesst die nicht immer zu waschen, das ist auch sehr wichtig. Ich probiere den mal einmal, ganz kurz, weil ich will euch nicht die Ohren voll schmatzen. Okay, Hammer. Eine interessante Geschmacksexplosion. Ihr schmeckt erstmal so schön das nussige Öl, dann schön diese Walnüsse schön geröstet. Dann fängt schon an, dieses schöne Bittere, wie man das nicht vom Salat kennt, normal im Laden. Da ist so eine andere Bitterkeit drin. Und die macht es irgendwie so, die rundet das noch schön auf. Aber ich merke, da hat mir ein bisschen was Süßes gefüllt, da kann ich euch noch raten. Packt ein bisschen noch Honig drauf. Dann habt ihr noch eine schönere, leckere Geschmacksexplosion im Mund. Danach ist noch dieser schöne Kirschblütengeschmack noch am Ende gekommen. Und bleibt jetzt auch ein bisschen auf der Zunge schon. Und das hat so eine wunderschöne blütische
Ja, aber Teppich auf der Zunge, die schön bleibt, schmeckt sehr gesund. Schmeckt auch wieder, ne, wie der Waldmeister ein bisschen so, die Blume. Ich find's super. Ich bring das jetzt erstmal meiner Freundin und mal gucken, was die dazu sagt. Die wird das wahrscheinlich gut finden. Ja, das war der Salat, Leute. Ja, ich hoffe, dass ihr motiviert seid, das selbst zu machen. Wenn ja, freut mich das, dann habe ich alles richtig gemacht im Video, weil ich möchte euch gerne einfach mehr mit der Natur ja, eine Verbindung bringen und euch einfach mal zeigen, was man alles essen kann. Und die Kirschblüte ist dabei und die ist sehr lecker. Und mit einem Löffel Honig schmeckt der Salat dann noch. Es ist wirklich lecker, da fehlt mir ein bisschen süß, aber sonst ist es wirklich lecker. Ich will euch hier nichts andrehen. Es ist gesund. Inhaltsstoffe habe ich jetzt nicht irgendwie gefunden. Ich hab ein bisschen mich durchgefuchst und ich habe jetzt keine Information gefunden, was das jetzt ungefähr hat, was für Inhaltsstoffe. Aber auf jeden Fall Antioxidantien, ne? Das ist sehr bitter. Genau. Mehr weiß ich leider nicht, was für Inhaltsstoffe hat. Aber die Wirkung habe ich ja euch jetzt erzählt. Eigentlich bräuchte ich es auch, aber meine Hand ist nicht so gepflegt. Die ist sehr trocken. Vielleicht müsste ich da mit den Resten Blumen dann nochmal so ein Öl rausmachen. Vielleicht möchtet ihr auch das Video sehen. Gar nicht so schlecht eigentlich. Wenn ihr möchtet, kann ich mal so einen selbstgemachten Kirschblütenöl machen und das euch mal zeigen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber dann ganz schnell, weil ich muss dann auch sehr schnell wieder raus, weil die ist bald wieder vorbei. Ich denke so 2 Wochen und dann fängt das auch richtig an, Blätter zu bekommen. Blätter kann man auch essen von der Kirschblume, Kirschbaum, und dann fängt ja irgendwann die Kirschzeit an, ne? Sehr lecker. Wenn es euch gefallen hat, das Video, abonniert, liked, bleibt gerne hier auf dem Kanal. Es gibt jetzt mehr davon. Der Sommer kommt, der Frühling kommt erst und dann wird auch mehr Sachen geben über Kräuter, die man essen kann, Blumen. Ja. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Tschüssi.